Die Wiener Staatsoper, eines der wohl bekanntesten Gebäude Österreichs und eines der Wahrzeichen von Wien. Die Wiener Staatsoper wurde am 25. Mai 1869 eröffnet, damals die Premiere von Don Juan von Mozart. Und ein mindestens genauso wichtiges Ereignis, das in der Staatsoper jährlich stattfindet, ist auch der Wiener Opernball. Es ist der Höhepunkt der Ballsaison. Am 24. Februar 2022 hätte der nächste Ball stattfinden sollen, der nächste Wiener Opernball. Nun allerdings die Absage, der Wiener Opernball 2022 wird nicht stattfinden. Warum das so ist? Antwort lieferte hier die Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer. Sie meinte, dass es aufgrund der aktuellen Pandemie nicht vertretbar sei, hier einen Opernball stattfinden zu lassen. Erinnern wir uns, auch 2021 fand der Opernball Corona-bedingt nicht statt. Aufgrund der großen Dichte an Menschen, die sich beim Opernball versammelt hätte, so Mayer, hätte man hier nicht die entsprechenden Sicherheitskonzepte stattfinden lassen können. Es wäre zu aufwendig gewesen bzw. auch nicht durchführbar und hätte, so Mayer, auch die falschen Signale international gesendet. Wichtig auch für die Kultur. Das sind die nächsten großen Öffnungsschritte. Diese werden am 12. Dezember entsprechend stattfinden. Hier gab es am Mittwoch auch den Gipfel im Bundeskanzleramt. Bürgermeister Michael Ludwig, der auch als einer der Landeshauptleute dort vertreten war, verkündete dann auch die entsprechende Nachricht, dass es für Kultureinrichtungen wieder die Öffnung ab 12. Dezember geben würde. So könnte man dann indoor mit bis zu 2000 Gästen rechnen und outdoor maximal 4000 Gäste, die entsprechend stattfinden und teilnehmen könnten. Wenn wir zurückkommen auf den Opernball, das ja auch ein kulturelles Highlight ist, dann hätte man sich natürlich an dieser Stelle gefreut, wenn er stattfinden hätte können. Danach sieht es aber leider nicht aus. Der Opernball, der wurde abgesagt.